Sag mal! Dann werde ich subventioniert. Gestern, ich habe gehört, gestern hat Theo von Hurensohn die Fässer gefickt, Digga. Ja, das ist wirklich zusammen. Ah. Sind Sie Herr Leser? Positiv. Ah, Herr Leser, verzeihen Sie, ich habe noch ein... Was? Das ist dieser Psychologe, Mensch. Ja, der will bei uns... Therapie nehmen wollte. Was will der? Er will bei der Bundeswehr anfangen. So, Herr Leser. Herr Sentenzer. Was habe ich eben gerade gehört? Tja, das... Sind Sie ernsthaft? Wollen Sie ernsthaft hier bei der Bundeswehr anfangen? Ja, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Das eine mit dem anderen zu tun? Ja, natürlich. Ja, ich bin der Ausbilder. Ich bin der Ausbilder. Ja, was? Ja, okay, dann hat es auch damit überlegt. Ich bin der verdammte Ausbilder. Nee, komm mal hier. Du Scheiße, wa? Das kann auch nicht für die Bundeswehr. Kann an anderen Tag nochmal wiederkommen. Ein Gesprächsbereiter. Ein geknickt wie so eine Mimose. Nur weil er nicht zu Wort kommen darf. Ich mal einmal im Leben fügen muss. Ach, Scheiße. Ich glaube, der bereut hat, dass er dem Hauptkanal die Therapie ausgestellt hat. Hätte er mal machen sollen. Ja, hätten sie eher einen R6 gehabt. Der Horn hätte seine seine Delfintherapie bekommen. Und der Laser wäre jetzt ein Bundeswehrsoldat. Ich würde dem Laser ja eine Chance geben, sich zu beweisen. Aber so... So erwischt am Lendenwirbel. Er hat ihn so gebrochen. Haben wir einen neuen Facility Manager? Ey, das kannst du dem Laser auf den Grabstein schreiben. Sentenza Doppelpunkt. Ich bin der Ausbilder. Laser Doppelpunkt. Okay, hat sich erledigt. Der dreht sich im Grabe um. Gott. Freund, habe ich dir nicht gesagt, du sollst das Fressbrett halten? Jetzt ja, musst du nicht immer alles machen, was du sagst, ne? Nee? Nö. Ich glaube doch, im Moment ja. Im Moment bin ich am längeren Hebel. Ja. Weil sie erwischt wurden, ein Dienstwagen zu klauen. Nein, wir wurden gezwungen. Sie hören sich ja gar nicht unsere Geschichte an. Wir wurden gezwungen, von zwei Leuten mit Waffen in das Auto zu steigen und loszufahren, weil die irgendeinen Überfall starten wollten. Habe ich Ihnen nochmal erklärt. Der Klick hat doch gerade zugegeben, dass er Alkoholprobleme hat und das Auto genommen hat. Nein, er versucht es nur jetzt zu regeln, weil er Schiss hat, weil die sagten, die finden uns, die haben doch auch unsere Ausweise und wollen uns umbringen. Ja. Dieser Dima, der hat damit nichts zu tun, das sage ich Ihnen jetzt, von Herzen. Dima hat damit nichts zu tun. Er ist unschuldig. Ja. Und Sie? Wenn Sie uns jetzt nicht glauben mit dieser Entführung, dann bin ich sehr gewollt, die Schuld komplett auf mich zu nehmen und Ihnen zu sagen, Dima ist unschuldig. Dass er bei der Bundeswehr bleibt. Er hat damit nichts zu tun. Bei der Bundeswehr bleibt? Jemand, der gesteht, der Kokain- und Alkoholsüchtig ist. Er hat das nur so gesagt, weil er Angst um sein Leben hat, weil die Typen Welche Typen denn, Junge, Alter? Bei dir kommt nur Wörsing aus der Schnauze raus. Mein Freund, Alter, ich hau dir richtig in die Fresse, Mann, Alter. Richtig rein hau ich dir, Mann, Alter. Okay. Nimm mir die Handschelle, Alter. Fick ich dich, Alter. Ja, genau so. Oh, sehr gut. Warum denn jetzt ich? Boah! Boah, ja, au ihn! Oh, aua! Hey, sorry! Hilfe! Niemand! Jungs, was habt ihr denn da gemacht? Den Generalleutnant und den General Hort! Niemand! Wem sprichst du da eigentlich, Ramirez? Mit dem da unten am Boden! Sentenza, darf ich's einmal sagen? Was? Jetzt rappelt's! Also, das ist... eigentlich das Schlechteste, was ich gerade gehört habe, mein Freund. Warte. Ja. Nee! Jetzt raus! Ah, nee, da ist kein Druck hinter. Das muss richtig aus dem Rückenmark kommen. Dann zeigen Sie mir es doch mal! Du musst den Druck spüren, ja? Du musst den aufbauen, musst du den, ja? Okay, das ist wie, als wenn du Briketts auf dem Klo rausscheißt, ja? Genau den Druck musst du spüren, ja? Das muss richtig pressig sich anfühlen. Jetzt rappelt's!
komm, ey, lass sein. In dir muss die animalische Seite rauskommen, ja? Der Holzfäller aus Norwegen muss rausplatzen aus dir, ja? Das karierte Hemd muss beim Anspannen dieses Druckes muss richtig anfangen zu platzen. Und Junge, da musst du sagen, jetzt rappelt's! Was ist bei dir denn los, Sentenza? Genau so, mein Freund. Boots, rankommen. Ich muss anfangen, ja. Aber Anton ist unser Gast mehr da. Ja, aber jetzt gerade nicht. Gerade ist Anton Boots Bundeswehrsoldat. Ab ins Auto. Ab ins Auto. Ich werde alles für Sie tun, aber lassen Sie mich noch 10 Minuten hier. Ich komme sofort nach. Okay. Herr Orte ist bei Mr. Bitcoiner, Mann, Sie kennen mich doch. Herr Orte, Sie bekommen einen Lippenbekenntnis. Ich werde keinen Scheiß bauen, keine Angst. Nee, Herr Ort, ich habe es heute geklärt. Ich habe es heute geklärt. Was haben Sie denn geklärt? Dass die rausfliegt. Ich bin zum Toast gegangen und habe gesagt, kündigen Sie. Die treibt ein falsches Spiel. Aber das habe ich Ihnen doch gestern schon gesagt. Ja, und ich habe es heute herausgefunden. Ich habe Ihnen versprochen, also Sie haben das rausgefunden, was ich Ihnen gestern schon gesagt habe, und deswegen werfen Sie heute erst raus. Und noch viel mehr. Was denn noch? Und noch viel mehr. Ja, was denn? Dass sie hier die Stadtmatratze ist. Das zum Ersten. Zum Zweiten, dass sie in der Organisation, in allen Organisationen auch die Matratze ist. So, mir wurde vom ADAC mitgeteilt, dass sie wirklich bei Oktagramm erschossen wurde und dass Oktagramm das Fahrzeug reparieren wollte, aber die Oktagramm-Leute das Fahrzeug ausgeraubt haben. Okay. Und die ADACler, die das erzählt haben, die haben mit dieser Tessa nichts zu tun. Das sind Leute, die schon lange, lange, lange beim ADAC sind, bevor überhaupt diese Tessa hier in die Stadt eingereist ist. Wo schießen die Platz? Wo sind die Scheißer? Scheißer? Ich mach so ein Drive-By, Junge, Alter. Ein Auto fährt über die Brücke weg. Ja, wollen wir mit unserem Auto verfolgen? Ich weiß nicht, ob die das sind. Genau vor mir fährt der. Ach, zwei sind hier. Okay, zwei liegen hier. Aber waren das noch mehr? Ja. Da. Was denn das? Was ist denn schon wieder los? Was denn das, Ramirez? Ja, hier rechts auch! Ramirez? Was sind denn für mächtige Popcorn-Verkäufer hier? Vargos, so, Vargos. Du holst jetzt sofort einen Graffiti-Reiniger und machst beide weg. Ich dachte, du hast heute eine gute Arbeit gemacht. Ich war heute artig. Sieh ich zu, dass du einen Reiniger holst. Jawohl. Das ist ein Befehl! Jawohl. Ich glaube, es trällert im Dackelschädel. Ja, Mirda, du kommst hier in meine Villa und gibst dir nicht alle Waffen, die du hast? Mirda, ich werde dich hier im Pool, werde ich dich hier töten. Du hast keinen Respekt vor den Kalis. Und ich scheiß dir auch in einen Pool. Die Bundeswehr denkt, die können uns verarschen. Aber wir haben die Waffenrouten. Wir haben die Kontrolle in dieser Stadt. Alleine! Hort denkt, er wäre schlau, aber Mirda, du kannst mir vertrauen. Litecoin, stech ihn auch ab, wenn ich will. Und jetzt bring mir diesen, wie heißt der, jetzt bring mir diesen Sancho, dass wir ihn hier im Pool töten können. Pandejo, puta madre. Und wenn der Sancho hier dann liegt, dann pinkel ich auf ihn, hier im Pool. Sogar von den Kalis, wenn ich euch das sagen darf. Wenn ihr Fußpilz habt, Mirda, und ihr pinkelt euch selber auf die Füße, dann ist das gut für euren Fußpilz. Pandejo, diese kleine Putas von der Polizei. Marno! Ich sag dir das ein letztes Mal. Entweder du gibst mir die 2 Millionen oder ich werde dich töten lassen. Entschuldigung, heute ist auf dem Weg. Ich bin hier mit dem Heli. Wo soll ich hin? Guten Tag. Guten Abend. Die Blatt. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich habe die Kalis gesucht. Die sind zurzeit nicht da. Ach, das ist ja schade. Haben Sie zufällig einen Tipp gegen Fußpilz? Ganz viel Creme. Danke. Black Hawk Down meldet sich in der Luft. Black Hawk Down braucht eine Position. Dürfte ich den Herren bitte hier einmal bitte ein bisschen Abstand? Hortfall-Sanitäter ist jetzt da. Mach mal den Defi an, Cheffe. Mach mal den Defi an. Direkt eine Adrenalin, eine Eagle 800 rein. Ziehen Sie mal die Hose aus. Ich drück dem eine Eagle 800 per Zäpfchen hinten rein. Ich hab hier einen schwachen Puls. Ich fühl hier was. Ja, okay. Da ist was. Ich krieg auch einen kleinen Luftstrom unter der Nase durch. Dann gebe ich Ihnen hier mal die Adrenalinspritze, die tun Sie bitte in deinen Arm spritzen. Oh ja? Egal welcher. Okay. 1, 2, Tack! Einmal rein. Okay. Mal versuchen wir jetzt mal unser Bestes. Okay, ja, machen Sie. 1, 2, 3. Ich habe gerade einen Döner gegessen. Würde es helfen, 12. Wenn ich ihm vielleicht Nasenspray rein Ja, schieb? Nasenspray hilft immer. Nein. Boah. Hey! Ja, er lebt doch. Danke für die Hilfe. Jawohl, du hast es geschafft. Entschuldigung, die Dame. Ja. Machen Sie zufällig jeden Tag das
18 Minuten Pamela Reif Po-Beine-Workout? Wer ist der Michael Pott? Nee. Achso. Ich verrichte nur meinen Dienst. Achso. Ist das genetisch angelegt bei Ihnen? Wahrscheinlich. Hm. Sympathisch. Ein hübsches Gesicht hat sie ja, ne? Herr Hort? Ramirez. Herr Hort, danke, dass Sie meine Katze vom Baum gerettet haben. Ich bin echt... Ramirez, abrücken jetzt da. Ich mache ganz gerne das Pamela Reif 18 Minuten Bauchbeine-Po-Workout, ja? Ja. Ist ein gutes Workout? Ja. Machen Sie auch ein Workout davon? Boah, ist ein oder andere. Gucken Sie sich doch mal meinen Hintern an. Die kommt nicht von ungefähr. Wie ein Brötchen. In welchem Rang sind Sie bei der Polizei? Obermeister. Obermeister? Ich war auch mal bei der Polizei. Jetzt sind Sie 4-Sterne-General? Ja, manche sagen auch 5, aber... Ein kleiner Sprung, sagen Sie. Glückwunsch. Ja, danke, danke, danke. Ich repariere den BMW, da hat jemand eine Beule reingemacht, wie Sie sehen können. Vorbildlich. Hm, vorbildlich. Haben Sie es gelernt? Tatsächlich habe ich das gelernt, als ich von 3 Bomben attackiert wurde im Irakkrieg, ja? Ja, sieht man, so sieht es auch aus. Da habe ich einen BMW gegen 3 Ziegen eingetauscht. Mhm. Damit ich wieder wegkam. Ist der nicht viel wert? Ich probiere die perfekte Woche ab morgen. Die perfekte Woche? Ja. Was ist denn die perfekte Woche? Kennst du nicht die perfekte Woche? Mm-mm. 7 Tage, 7 Frauen. 7 Tage, 7 Frauen? Ja. Jawohl. Hört sich eher nach ein paar Geschlechtskrankheiten an, wenn Sie mich fragen. Ja, man muss durch, wenn man durch werden will, ne? Ich verstehe. Steht im Playbook. In was? Im Playbook. In was denn? Was für ein Playbook? Ja, Sie kennen doch, es gibt verschiedene Taktiken, Frauen zu bekommen. Gibt es den Taucher. Den Taucher? Den Franzosen. Also den Commander Krieger macht. Ja, so. Damit läuft es dann, oder wie? Ja, es geht so, der ist noch beim Arzt wegen der Beule am Kopf. General Töstchen wollte gestern mit mir ins Stripclub gehen und hatte aber dann nicht. Ich wollte sie nur wissen lassen, falls sie mich ins Stripclub einladen wollen. Ich weiß, es ist vielleicht ein unpassender Moment, aber ich bin geil. Wie geil sind Sie denn? Geil wie 10 Matrosen auf Landgang. Mir steht der Kolben bis zur Unterlippe. Ich bin so geil, ich krieg einen Ständer, wenn der Wind bläst. Ich bin einsatzbereit, geladen und scharf, bereit, loszuömmeln. Wann haben Sie denn das letzte Mal geömmelt? Vor 37 Jahren, Sir. Und es war schrecklich. Die Frau hat den Strap-on-Dildo und hat mich hart genagt. Ich wollte das gar nicht, aber hab für bezahlt. Auf alle Fahren jetzt weg. Oh. Komm schon! Ja los jetzt, Ramirez! Schon wieder viel zu langsam da! Drück durch da den Hall! Sonst fliegt das Verrät degradiert! Gib Gas! Fahre, ich bin der beste Fahrer der Welt! Mach dich weg da! Ramirez! Alter, hast du noch statt inwärts? Ja, wir fangen hier ab, Dom Toretto. Ja, den kann ich. Den hab ich gelernt vom Mars. Hier unten, Hort, schießen die. Da schießen sie. Ja, raus. Direkt hin. Ramirez! Da ist noch ein Front. Schießen Sie, Hort! Schießen Sie! Ja, egal, der ist eine Klemme da oben. Ist das das? Da sind sie doch! So, also, wenn Sie sich beschweren wollen, gehen Sie zur Justiz. Können Sie da eine Anzeige aufstellen? Wenn sie sagen, Ramirez war hier und da oder sonst was, aber der Führerschein ist jetzt erstmal weg. Okay, aber ich sag Ihnen so, wie es ist. Ich finde es echt frech. Ja, dann finden Sie es frech. Halt mal die scheiß Karre an da! Schieß, Ramirez, schieß! Oh, komm, Schmerzen. Alter, aber ganz dolle. Der liegt am Dach. Raus der jetzt, Junge, aus der Karre! Sie wollen Rad ab! Maske runter! Also sowas Unnötiges habe ich selten gesehen. Auf mich wird geschossen. Ja, verständlich, wenn du abhaust. Warum du abhaust? Versuchen wir natürlich einen Reifen zu erwischen. Hier mein Ausweis. So, hey. Nee, hier gar nichts Ausweis. Setz dich jetzt erstmal in die Karre. Bin gleich was ganz anderes. Bin ich hier David Copperfield. Schieb dir ein Zäpfchen rein, ohne dass du es siehst. Hast du was dabei? Was Spitzes? Ich glaube nicht. Schussfeste, hä? Man muss ja immer gut ausgestattet sein, ne? Gucke mal an. So einer bist du, ne? Den müssen wir einmal zur Pol bringen. Der stinkt. Ja, Ramirez, jetzt hör doch mal auf, an ihn zu riechen. Der riecht nach Angst. Hast du Angst? Vor dir, Ramirez. Ja. Oh, ich vor dir Angst habe. Ich mach dir Angst. So, Kameraden. Der Kamerad hier muss einmal mitgenommen werden. So, und einmal ins PD bitte einsperren. Fahrerflucht ist mit 300 durch die City gedüst. Also Führerschein auch entziehen. Ja, das komplette Programm. Okay, super. Schalt mir auf. Ne? Also richtig hart rannehmen. Ich wurde angeschossen. Du bist ruhig, so wird's gar nichts. Ich wurde angeschossen, getasert, geschlagen, als ich gefesselt
hier mit dem Helm. Unkooperativ auch bitte eintragen, die Herren. Machen wir. Kollege, schreibt mit, wir klären das gleich im Präsidium. Sehr gut. Mensch, Bob, bist du das? Ja, natürlich, wer sonst? Moin! Ah, Bob! Moin, moin! Hey, moin, Meister! Oh, das sieht schlecht aus. Was heißt, das sieht schlecht aus? Den müssen wir mitnehmen. Was? Wie? Was? Ich weiß, du kannst das. Such ich recht. Ja, das Problem ist, ich komme erst richtig in die Gänge, wenn ich Trinkgeld habe. Ach komm, Bob, kriegst du eine Toblerone? Ja, ja, kriegst du. Toblerone, da bin ich auch dabei. Toblerone. Dankeschön. Kurz, die Pol weiß immer, was... Na klar. Okay, dann fange ich zu arbeiten. Was heißt denn hier, was... Warte mal. Wie heißt denn nochmal? Bob Kuchichäschli. 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 Huri Hössli. So, ich hab dir mal was gegeben. Ja, die darf aber erst zwei Jahre trinken. Kannst du die auch jetzt reinpirsen da? Ja, er hat auch eine Toblerone bekommen. Also Kuchichäschli. Wie heißt denn das nochmal? Kuchichäschli? Ja, Kuchichäschli. Kuchichäschli. Nah dran. Kuchichäschli. Ja, nicht, dass sie sich jetzt noch einen Frosch in den Hals holen oder so. Was heißt denn das nochmal? Das ist Küchenschrank. Sieht doch, wie breit ich gebaut bin. Ach ja. Ja, wir hatten schon mal das Vergnügen. 1499 Euro habe ich Rabatt gemacht. Bitte was? Der Herr, entschuldigen Sie, ich bin im Dienst. Ja, dann fahren Sie vorsichtiger. Das Ding hier ist kein Panzer. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber dann ein bisschen gemäßiger mit dem Tempo. Ramirez, Ruhe. Ja, die lief aber richtig scheiße, wenn Ihr Auto hier... Dann haben Sie ja... Also 1499. Haben Sie zufällig da nochmal irgendwie einen Rabattcode für mich oder irgendwas? Oder bleibt das dabei? Ja, ich kann Ihnen eine extra Rechnung geben. Nochmal 1499. Und dann? Was passiert dann? Ja, wenn Sie die Rechnung nicht bezahlen, dann werde ich Pol melden und das Fahrzeug zur Fahndung ausschreiben und dann... Haben Sie Probleme, ja? Bob, Sie nehmen Ihren Beruf aber ganz schön ernst, oder? Ja, ich nehme meinen Job ernst, ich liebe ihn. Schönen Abend euch noch. Nein, Spaß. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, benehmen Sie sich. Machen Sie es gut, Bob, machen Sie es gut. Rakete, was denn los? Wie geht's dir? Ja, ist gut, ne? Muss... Lange nicht gesehen. Ja, ich hab den Monat November. Ich hab schon verloren, Alter. Bam, Kranichkick! Leck mich am Das Arsch. War stark. Hey. Ja, jetzt weißt du, warum du mich ein paar Tage nicht Heftig. Gesehen hast? Heftig. Ja. Hast Auto. Du geübt, ne? Ich sehe uns da demnächst auch mal bei einem kleinen Angelausflug. Angeln? Ja. Was angeln wir denn? Ein paar Damen? Jetzt habe ich auch mehr Freizeit. Ich hab ja meine fette Ex auch abgeschoben. Ich sitze alleine mit dir im Hochschuss. Ah, schon gehört, dass ich die Schlüssel für meinen Laden habe. Oh, das hört sich gut an. Ja, weil ich war auch schon, heute war ich schon beim Druck und habe die ganzen neuen Tafeln und so machen lassen. Oh. Die kommen demnächst erstmal ran an den Laden. Rakete hört sich gut an. Aber ich bin da mit drin, ne, im Laden, prozentual. Ja, du wolltest mir noch... Ja, dann reden wir doch jetzt mal Tacheles. Ja, also. Ja, was denn los jetzt? Wie viel... Privatfeier für Hort und ein paar Tänzerinnen? Ja. Ja, da wird's aber mit nichts mit 900 November. Ja, dann halt einen, weiß ich nicht, was für ein November. Da machen wir halt einen anderen November draus. Aber ja, jetzt erstmal Tacheles. Wie sieht's denn jetzt aus, prozentual? Was verkaufst du vom Laden? Ich kann dir anbieten... Dass du bei Veranstaltungen erstmal frei reinkommst und immer einen Platz oben im VIP hast. Ja, das sowieso. Ich bin Hort. Ja, Rakete, ja. Alter, hör mir jetzt auf, ey. Gehört der dir Laden alleine? Noch nicht. Ja, wie? Ja, aber ich erst noch darauf warte, dass der Staat mir daraus endlich mal ein eingetragenes Unternehmen hat. Ja, das kann ich auch beschleunigen. 33% vom Laden. Nee, komm. Ja, los jetzt, Alter. Was willst du dafür? Du, ich hab mit Mast habe ich ein Kreditinstitut. Das läuft Bombe. In Mast we trust. Wir können ordentlich was springen lassen. I do not trust. Wie? Ja, das 33% ist mir ein bisschen zu viel. Ja, dann 13. Dann machen wir es so. Lieblingszahl von mir. 13,37%. Weiß ich nicht. Lässt du mir mal so eine Mio rüberwachsen und dann kann ich damit erstmal ein paar neue Fliesen und Fußleisten kaufen. Ja, pass auf. Wir machen es so. Du gibst mir 13,37%. Von den Veranstaltungen. Vom gesamten Bums, Alter. Ich sag ja jetzt hier nicht Umsatz oder sonst was, sondern Gewinnausschüttung Ende des Jahres. 13,37% bin ich mit beteiligt. Machen wir Ende des Jahres. Also pro Jahr rechnen wir das einmal aus. Rakete, ich bin ganz entspannter Geschäftspartner. Ich unterstütze dich. Ich habe da auch Leute, die ich vorbeischicken kann, wenn du Stress hast. Kein Problem. Wir sind ja bei der Bundeswehr. 13,37%. Ich will den VIP-Bereich. Erste Reihe, Freigetränke und frei Tiddies. Tiddies sind immer gut. Ja, ich will für Tiddies nichts bezahlen. Tiddies sind auch immer geil. So, Ramirez, du bist ruhig da. Mann, moin, was? Ich möchte auch Tiddies. Hey, grüß dich, mein Freund. Ja, bitte. Ich möchte aber welche mit richtig dicken Huten. So, auch da jetzt Schluss so. 13,37%, mein Bester. Ja, nach allen Abzügen. Das sollte drin sein. So, Toast, machen wir 2,5 für 13%. Was denn für Toast, Alter? Hast du einen Schaden, ne? Ja. Mensch. Ja, will ich auch meinen. Das ist ein Milchbrötchen, da fahren wir kein Toast. Ich hab einfach nur schwarz gesehen, weißt du, deswegen.
Mast, du bist ruhig. Rakete, bist du empfangsbereit? Ich will dir mein Finanzinstitut vorstellen. Ja, gleich. Das ist unser Institut, Mast. Ja, unser, deins, meins, alles. In Must We Should Not Trust, hat er gesagt. In Must We Trust. Machen wir so. Ich gebe dir 2,5 Millionen. Dafür kriege ich aber 20%. Nee. Sag an jetzt, wie viel für 13,37%? Wie viel? Für 13% bräuchte ich schon 5. Ja. Ja, kann ich wenigstens auch die neuen Aschenbecher holen, die guten aus Keramik. Du, dann steck dir dein Geld sonst wohin und die nächste Razzia in deinem Laden geht da auf meinen Nacken. Okay, na, dann ruf ich mal deine Ex jetzt an. Ja, ruf die Ex an und sag, dass sie immer noch Mindestunterhalt bekommt, die Schlampe. Oh, ich glaube, die ist wieder mit ihrem dicken Ellbogen auf Abnehmen gedrückt, man hört nur Chips geknusper. Ja, meine ich ja. Mit dem Fettarsch kein Wunder. Ich höre Nee, das sind komische Geräusche, die sie da macht. Das ist normal, das ist die Grunzen. Vielleicht schläft sie wieder oder schnarcht. Ja, oder sie guckt Teleshopping. Ja, genau. Bestellt auf meine Kreditkarte. Angebot. Oh, Horti. Ich hab ja gehört. Lass die Kreditkarte, sperr die Kreditkarte und gib lieber mir Geld. Ja, ja, stimmt, sollte ich machen. So, also was ist jetzt los da? 13,37%. Ich habe 1,5 gesagt, du hast davor 2,5 gesagt. Dann hast du 5 gesagt, dann wolltest du mich verarschen. Ich wollte dich nicht verarschen. Du wolltest mich verarschen, Rakete. Du willst mir, guck mal, ich versuche hier gerade erstmal mein Business aufzubauen. Und du willst mir hier schon 13% abluchsen. Ja, Alter. Hab ich das nicht. Ich will mir Ende des Monats vielleicht auch nochmal mehr als einen Toast leisten können. Muss ich wieder hier... Ja, du, ich kann hier halt auch, keine Ahnung, hinten durch schiebe ich dir ein bisschen Porridge oder Haferflocken rein. Muss ich mir nachher hinten wieder am Baggerteich, muss ich wieder den Enten das alte Brot klauen. Ja, dann los, Rakete. Oder auch mal Flüssignahrung. Kannst du dann beim Laden steuerlich absetzen, dieses Bier. Flüssignahrung habe ich in der Innentasche. Wie viel für 13,37%? Wir machen richtig Fehler, sagen wir mal. Wir machen 2,5. Ja. 9%. Rakete. Boah, weißt du, wo ich Angst habe, dass das Geschäft unsere Freundschaft kaputt macht? Ja? Ich möchte auch mit dir drüben am Kanal stehen, ein paar illegale Dorsche fangen und dabei noch ein bisschen Spaß haben. Und ich denke so, oh, gleich schubse ich ihn da rein und dann war's das. Ach so. Weißt du, da muss ja auch mal hier ab und zu mal ein bisschen Freizeit und ein bisschen Hahaha. Ja, ne? Gut, da machen wir es so. Ich gebe dir kein Geld, aber dafür kriege ich trotzdem Tiddies. Ja, Tiddies kriegst du sowieso von mir. Ja, das will ich. Ja. Und Getränke. Dann lass uns doch mal, wie bist du morgen mal frei? Dass man mal vielleicht mal eine Stunde. Frei gar nicht. Wenn ich frei mache, brennt die Stadt. Ja. Eine Stunde? Sicher eine Stunde. Da kann doch mal eine Stunde hier brennen. Ist doch egal. Hauptsache, wir können hinten mal ein paar Leinitz vom Wasser pfeffern. Eine Stunde? Ja, du kannst ja mitkommen. Du kannst ja die Köder anlutschen. Also, wir müssen uns da wirklich mal vernünftig. Ja, ja, machen wir mal. Außerdem muss ich da vielleicht auch mal noch jemand für die Finanzen mal durchchecken lassen. Du weißt doch, Rakete ist ja auch nicht so. Ich habe ja auch nicht studiert. Ja, ja. Ich bin zwar Kassenwart gewesen beim Kegelverein, aber viel ist dabei auch nicht rumgekommen. So, gut, Rakete, dann treffen wir uns nochmal. Ich gehe jetzt mit Mast auf Streife. Ja. Wird Zeit. Hast du jetzt noch 5 Minuten für mein Businessmodell? Nee, meine Ohren bluten schon. Bauer für Jan kommt. Also, es geht darum. We trust in Mast, in Mast we trust und mein Kreditunternehmen. Und ich habe jetzt ein Businessmodell. Wir haben 3 Partnerkarten. Du kannst dich für eine Rakete anmelden. Zuhören. Das erste ist die Goldcard. Die kostet 500.000. Vorteile: 0,25% weniger Zinsen. Du kriegst jedes Jahr ein sinnloses Geschenk. Irgendwas, ein Gummipäckchen-Tütchen oder irgendwas sonstiges. Du kriegst einmal, aber nur einmalig, einen Gutschein für einmal Happy Meal zum Preis für einen. Und am Abschluss kriegst du, also wenn du die, du kriegst dazu noch 0,5% von unseren Firmenanteilen, quasi als Partner. Du kriegst so eine schöne goldene Karte, steht auch dein Name drauf. Wegen mir kannst du auch ein Zeichen dazu machen. Bei dir wird es wahrscheinlich die BIP-Hulle sein. Nächste Karte ist die Platin-Karte, die startet bei 750.000. Vorteile, du hast 1% der Firmenanteile, du kriegst noch mehr Prozent weniger Zinsen und du kriegst sogar ein ganzes Coupon-Heft, aber nur einmalig von Macis. Also wir haben da eine Partnerschaft und du kriegst 2 Dosen Pepsi Max, aber die kleinen, 0,33 oder 0,5, da haben die Nein gesagt. Das vorhin erwähnte Happy Meal, ist das mit dieser Stinke-Apfeltüte oder vernünftig? Da kannst du ja auch einen Fruchtquatsch nehmen. Das würde bei dir, also wenn du Fruchtquatsch, ich würde das bei dir bunkern. Wenn du irgendwann so dicht bist, dass du nicht mal ein Brötchen ins Maul kriegst, Fruchtquatsch einfach in den Maul, so richtig in den Mund. Das mit dem Fruchtzeug ist eigentlich und dann gar einmal so drauf. Ja, ja, sag ich doch. Und die dritte Karte, die startet bei 1 Million, das ist die Iced Out Card. Folgendermaßen, du hast ja 2% Vorteile sogar, ja, bei den Firmen. Du hast noch mehr Vorteile, was Zinsen angeht. Ja, ich höre. Und jetzt kommt das Beste. Bist du bereit? Ja. Lebenslang 10% auf dein neues Bofrost-Abo. Weil, wie Shindy einst sagte, ich habe mehr Eis im Wagen
wie der Bofrostmann. Ich glaube nicht, dass er das gesagt hat, Master. Er hat das gesagt. Er hat es nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Mit mehr Eis wie der Bofrostmann. So hat er es gesagt. Ich hab's jetzt wieder. Ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. Wir haben die Bofrost-Partnerschaft. Darum geht's jetzt. So, da kriegst du 10% auf jedes neue Bofrost-Konto. Du kannst deine Oma einladen, falls sie noch lebt. Kannst deine Mama einladen, falls sie noch lebt. Können alle Bofrost mit 10% machen. Warum nicht Eismann? Was? Ja, die Konkurrenz, Eismann. Da habe ich noch nie gehört. Echt? Ist das quasi, die Konkurrenz nennst du das? Ist das quasi, wenn du Rewe mit Aldi vergleichst? Aldi ist scheiße. Was? Sag ich doch. Das gleiche. Hey, warte mal, wer sagt denn jetzt, dass Aldi scheiße ist? Ja, wollte ich gerade sagen. Weil die nur Mistbier haben. Nein, was? Oh, ey. Vorsicht. Was? Taxi-Service, Ludolf, wie kann ich dir weiterhelfen? Danke, Mast. So, jetzt reicht's. So, das muss der einmal sein. Er hat 329 Maßregeln. Ich hab das gesagt, abgesehen. So, hast du davon. Aua! Aua! Bam, bam! Was Hä? Ach komm, ich hab ja Bock mehr. Bam! Bam! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Ja! Er ist einfach zu langsam. Stehen bleiben! Aber Herr Hort, Sie können sagen, was Sie wollen. Nee. Erst die Geissens und dann die Reimanns, das war die beste Zeit auf RTL 2. Ich liebe die Geissens. Jet. Oh, 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 oh. Set. Wow, 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 wow. Ja, du Robert, das finde ich ja gar nicht gut, dass du hier den dritten Benz holst. Hast du mal auf unsere Steuer geguckt? Ja, du Carmen, das kann ich doch von der Steuer absetzen. Weißt du das denn nicht? Was ist denn Carmen? Was ist denn Carmen? Ja, die ist schon da. Ja, geh dir erstmal eine Impfung holen, vielleicht hast du ja dann was in der Birne. Robert, wir müssen morgen nach Monaco. Wir müssen mit dem Flug einmal. Du willst Taschen, du willst Monaco, du willst ein neues Auto. Das Einzige, was du brauchst, ist ein bisschen Gehirnmasse. Komm mal runter, Carmen, jetzt her. Robert, warum sagst du das denn jetzt so hier auch vor der Kamera? Ja, Carmen, also Carmen, du. Also, hast du überhaupt schon überlegt, wo wir heute essen gehen, weil mal Laden raussuchen, ja, ich hab eigentlich. Oh, bevor ich da gehe, muss ich einmal vorher zum Friseur. Ja, Friseur brauchst du auch nicht. Sieht so oder so hässlich aus. Stehen bleiben. So, jetzt reicht's. Hallihallo. Oh, sorry. Sorry. Ey, tut mir leid. Sind Sie von der Justiz? Tatsächlich. Entschuldigung, dann wollte ich Sie nicht anhalten. Ich dachte, Sie wären ein Drogenschmuggler. Bei so einem schönen Auto. Ich weiß. Eine Frage, ist zufällig aktuell ein General im Dienst? Ja, steht vorhin. General Mast. So, ganz kurz. Aber hier ist das schwarze Barett. Ah, meine ich doch. Ja, schwarz und ich bin grau. Generalleutnant. Mit mir können Sie auch sprechen. Herr Mast ist kein General. Ich bin General. So. Herr Mast ist mein Untergeordneter und einer meiner besten Pferde im Stall. So, aber jetzt kommt ja der Kick. Quasi. Jetzt kommt ja der Hugo auf der Sekttorte. Ohne mich läuft bei dem gar nichts. Der braucht mich. Sonst sitzt er morgen vor der Straße. Deswegen fahren Sie auch dieses Auto. Genau. Ja, ja, Herr General oder Mast. Herr Generalleutnant. Ja. Ich hatte gestern einen Fall an der Bundeswehrdienststelle mit meiner Mandantin, die ich bei der Polizei aus der Haft geholt habe, da sie unschuldig war. Und die ist Angestellte bei Ihnen, also Soldatin. Tessa. Frau Tessa Grant. Oh, ja, die Tessa. Habe ich direkt erkannt, weil... Also, okay, Sie kennen meine Mandantin. Ja, ich kenne die vom Gesicht und unten, also, ja, ich kenne die. In der Dienststelle war nur ein Generalleutnant vor Ort, der Herr Sentenza. Oh ja, mag ich. Und wir haben halt das klärende Gespräch gesucht.
Und der Herr hat mich nicht einmal zu Wort kommen lassen und das sie abgeführt und das mir ist einen Platzverweis. Das ist normal. Da hatte Sentenz aber noch einen guten Tag, solange sie nicht angeschrieben hat. Wir müssen alles im grünen Bereich. Hat er Ihnen ein Zäpfchen verpasst? Er hat mich von meiner Mandantin getrennt und sie in eine Zelle gesteckt. Was theoretisch. Aber hat er Ihnen ein Zäpfchen verpasst? Nein, nein. Hat er der Tessa ein Zäpfchen verpasst? Das weiß ich nicht, weil ich nicht bei ihr sein konnte. Hm, war ein guter Tag vom Sentenzer. Ja, allerdings hat er mir einen Platzverweis bei der Bundeswehr erteilt. Oh ja. Er ist aufgehoben. Ja, aber ich würde gern nochmal mit dem Herrn Sentenzer sprechen, denn das war ja kein persönliches Problem mit ihm. Sind Sie sich da sicher? Ja, ich weiß es nicht. Also wollen Sie sicher nochmal mit ihm sprechen? Ich hoffe, man kann ruhig mit ihm reden. Haben Sie Lust auf ein Zäpfchen? Nicht unbedingt. Dann würde ich nicht mit ihm sprechen. Wie heißen Sie? Ich bin Frank Stark, Rechtsanwalt bei der Justiz. Es gibt eine... Sind Sie stark wie ein Löwe? Ja, manchmal. Machen Sie mal einen Löwen. Ich bin jetzt mal Dr. Strange. Augen zu. Ich drehe meine Kette auf. Grüner Diamant. So. Und ich simuliere jetzt 25 Millionen Möglichkeiten, wie ein Gespräch mit Sentenza ablaufen kann. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wie das ohne Schreien und ruhig verlaufen kann. Wollen Sie mir zuhören, wie diese eine Situation entsteht? Ja, bitte. Sie müssen sich darum kümmern, dass er vorher... Sie können zum Zoo fahren, ich kenne da jemanden, der ist so wert allein. Sie müssen sich eine dicke Betäubungsspritze holen für die Nilpferde. Die wirkt, also bei einem Menschen würde die umbringen, tatsächlich, aber bei Sentenza wirkt die stark beruhigend. Fast wie Ritalin bei einem ADHS-Kind. Und wenn das der Fall ist, dann können Sie ein ruhiges Gespräch mit mir Sentenza finden. Alle anderen Möglichkeiten. Pilateskurs hat nicht geholfen. Yoga hat nicht geholfen. Playboy in die Hand drücken hat nicht geholfen. Vorher ein bisschen Schwips rein hat nicht geholfen. Vorher, Twilight gucken, hat das nur noch verstärkt. Also der ist ja komplett durchgerastet. Du kannst mit ihm nicht nochmal reden. Der muss schreien, das gehört zu seinem Umgangston. Okay, sehr gut. Das dachte ich mir beinahe nach gestern. Daher wollte ich nochmal das Gespräch mit einem General zu dem Thema... Ja, also hier steht die... Sie müssen wissen, Herr Maas schweift natürlich immer mal ein bisschen leicht ab. Aber ich bin hier derjenige, der für die wichtigen Dinge verantwortlich ist. Wurden Sie denn schon aufgeklärt über den Fall Tessa? Ich habe die Tessa aufgeklärt. Entschuldigung. Das heißt, wenn es hier darum geht, dass jemand Verantwortung übernimmt, dann ist es Herr Rott. Meine Mandantin war ja gestern in einem Raub verwickelt. Aber wer ist nochmal Ihre Mandantin? Frau Tessa Grant. Ah, die kenne ich. Okay. Nicht schon wieder, bitte. Und wurde dann halt inhaftiert, weil sie mit einem gewissen Slicky Jackson unterwegs war, der wohl schon längere Zeit... Wem hat sie einem gejackt? Und der Schwanz war Slicky, also schleimig? Hä? Und was hat sie gejackt? Slicky Jackson, kennen Sie. Kokosöl hat er benutzt. Slicky hat gejackt? Der Herr heißt Slicky Jackson. Achso. Sie möchten sich waxen? Und anscheinend leidet Frau Tessa Grant sehr an dem sogenannten Stockholm-Syndrom. Na klar. Da wollten wir schon ein psychologisches Gutachten beauftragen, aber Herr Sentenza ist sehr dazwischen gesprintet, indem er meinte, da brauche er einen Bundeswehrpsychologen, der anscheinend nicht an der Dienststelle verfügbar ist. Was? Sie verkaufen Drogen? Nein. Psychologen, Mann. Sie brauchen einen Psychologen. Ich nicht, meine Mandantin. Ach, allerdings okay. Ist dann auch die Akte für den Fall bei der Polizei bereinigt, wenn wir das nachweisen können. Ja. Und damit hätte meine Mandantin eine weiße Weste. Und es wäre kein Kündigungsgrund, sie dann, Herr Sentenza das getan hat, aus der Bundeswehr zu schmeißen. Ja, ne? Also ich sag ihm, wie war nochmal Ihr Name? Herr Stark. Herrn Stark. Stark wie ein Löwe. So, Herr Stark, also ich sag mal so, die Tessa ist leider nicht so gut bei uns aufgehoben. Nach dem gestrigen Vorfall kann ich mir das vorstellen. Oh, ich habe einmal Handy. Sie möchten sich Essen bestellen? Horten! Ja, Herr Horten ist in der Leiten. In Leiten von Telefon. Und wie ein Löwen. Gunden in Tiger in den Brüllten. Wir sind so lustig heute, ehrlich. Soll ich Sie mal batschen, Herr Horten? Ja, Herr Butz. Herr Loper und ich sind gerade privat unterwegs. Wir wollen tauchen gehen. Haben Sie Lust oder haben Sie was anderes? Wo wollen Sie denn tauchen? Zum UFO, Herr Hort. Oh ja, ich nehme Mast mit. Okay, dann brauchen Sie auch noch einen Wagen. Dann müssen wir mit zwei Wagen fahren. Ja, okay. Bis gleich. Super. Tschüss. Herr Sentenza ist heute nicht mehr da. Morgen ist er bestimmt da. Und Sie können das dann einfach morgen, denke ich, dann nochmal mit Ihnen klären. Aber das mit der Tessa, da wird sich nichts ändern, dass die... gekündigt ist bei der Bundeswehr. Ja. Allerdings, wenn ich das Gespräch mit Herrn Sentenza suche, wäre es mir sehr lieb, wenn da ein General dabei wäre. Das kann leider nicht passieren. Das kann Mast machen. Mast kann da nebenbei stehen.
bin die Ruhe selbst. Ich komme aus Hamburg. Herr Mast, da nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe eine beruhigende Wirkung auf den Herrn Sintenser. Ja, das, aber wissen Sie, dass Mast da nichts zu sagen hat, das liegt auch ein bisschen an ihm selber? Vielleicht auch an dem roten Cap. Ja, das ist es ja. Aber das hat ja, das ist es ja. Aber das hat eigentlich er ja selber. Ein graues, aber Herr Hort meinte, nee, erstmal das rote. Aber so unter vier Augen fühle ich mich wirklich nicht sicher bei Herrn Sintenser. Ja, aber das ist doch das Ding. Er hat gesagt, Herr Holgersen meinte, ich soll grau bekommen. Dunkelgrau, ne? Also General. Ich bin Generalleutnant und deswegen Generalleutnant. Habe ich von, also Herrn Stark. Und ich weiß nicht, das haben meine Ohren wahrscheinlich überhört, was Herr Master jetzt sagt. Nee, erstmal Major. Und ich sage Ihnen auch einen ganz einfachen Grund. Ich habe schon einen längeren Schwanz. Hätte ich jetzt auch noch die bessere Rolle in der BW, dann könnte Herr Hort eigentlich direkt kündigen.